Und was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Diaries. Und in dem heutigen Video werde ich jetzt wirklich versuchen, weil wir so kurz vor Weihnachten stehen, natürlich meinen Stuff zu verschenken. Deswegen würde ich sagen, ich begebe mich jetzt wieder in eine Stadt. Der Server ist eigentlich auch recht gut besucht. Und ich hoffe natürlich, dass ich dieses Mal auf ein paar Spieler treffe. Also mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder in eine Großstadt komme. Ich bin jetzt schon ein Weilchen gelaufen. Ich versuche Richtung Brena zu kommen. Das ist die Stadt ganz nördlich in der Mitte oben auf der Karte. Ich zeige euch gerade mal die Karte, wo ich hin will und wie es dort aussieht. Und ich glaube nämlich, dass ich da auf jeden Fall auf Spieler treffen werde, weil die ganzen Bambis, die spawnen natürlich im oberen Feld der Karte. Und die wollen natürlich alle erstmal in eine Stadt, um natürlich kräftig zu looten. Deswegen würde ich sagen, ich bewege mich jetzt einfach mal dorthin. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, kleines Update, liebe Leute. Ich bin jetzt hier in der Nähe von einer Stadt. Ich weiß jetzt bloß nicht, welche das ist. Das könnte Lukov sein. Das würde bedeuten, dass ich eigentlich im Kreis gelaufen bin. Verdammte Axt. Aber ich glaube, das bringe ich jetzt einfach mal in Erfahrung. Und dann stürmen wir einfach mal rein. Und schauen mal. Und wer weiß, vielleicht finde ich ja auch hier Player in Lukov. Vielleicht habe ich auch mal etwas Glück. Oh ja, das ist dieselbe Lagerhalle, da hinten waren die Schweine. Das war alles gestern, ich habe gerade ein Déjà-vu. Geil. Okay, da hinten ist auf jeden Fall die Kirche, da ist auch die Police, rein theoretisch müsste da der Weihnachtsbaum sein. Rein theoretisch wäre es natürlich echt geil, so als Weihnachtsgeschenke die Waffen zu verschenken an dem Weihnachtsbaum. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich, wenn man da einfach nur blöd rumsteht. Deswegen, ich probiere jetzt trotzdem einfach wieder in die Stadt reinzukommen. Wenn es nicht Brena ist, dann ist es Lukov. Aber heute werde ich sterben oder ich werde mein Zeug verschenken, Leute. Garantiert. Also ihr seht schon, ich renne hier einfach über Felder. Ich muss mir wahrscheinlich noch nicht mal Sorgen machen. Hier ist kein Mensch. So, ich mache was total Unüberlegtes und renne einfach mal so auf die Straße. Und dann gucken wir mal. Hallo. Irgendjemand hier? Wenn ja, du darfst mit mir reden und wenn nicht, darfst auch auf mich schießen, Alter. Oh, hier ist einer gestorben. Es buggt hier jetzt gerade alles, deswegen komme ich hier nicht durch. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Bambi gestorben oder irgendeiner ist hier gestorben. Ich checke jetzt nur ganz kurz die Police nicht, dass ich irgendwie dumm überrascht werde. Das muss nämlich nicht sein. Ich würde auch mal interessieren, wo der liegt. Weil unten habe ich ihn jetzt gerade nicht gesehen, aha. Oh Leute, ich finde halt immer mehr, ne? Anstatt mein Zeug loszuwerden, finde ich immer mehr Stuff. Und hier oben liegt das schon mal nicht. Muss da unten liegen. Ich höre zwar die Fliegen, aber ich habe keine Ahnung, wo die Leiche liegt. Also ich glaube, der Server läuft nicht ganz so stabil. Aber das macht überhaupt nichts, Leute. Auch wenn ich die Leiche jetzt nicht finden konnte oder andere Spieler. In Lukov würde ich jetzt sagen, ich bewege mich einfach wirklich weiter Richtung Brena. Und ich würde sagen, das ist echt das Ziel, weil ich glaube, in Brena geht es natürlich ein bisschen mehr ab. So, kleines Update, liebe Leute. Also ich bin jetzt in Brena und es geht hier einfach gar nichts. Ich bin leicht erschrocken.
Ich dachte eigentlich hier in Brena, ja, Hotspot eigentlich, große Stadt, dass hier irgendwas gehen würde, aber leider läuft hier einfach gar nichts. Ich finde keinen Spieler. Also ich bin ehrlich, würde ich jetzt eine Autobatterie finden oder eine LKW-Batterie, würde ich das an die Dinger anschließen, wo du dann natürlich mit diesem Megafon über die Laternen sprechen kannst. Ich würde dann hier einfach in der Stadt ein bisschen rumschreien, sodass die wissen, dass ich da bin, aber irgendwie, ja. Oh, da liegt einer. Genau dieses Teil würde ich benutzen, wenn ich jetzt eine LKW-Batterie hätte. Aber ich könnte vielleicht mal gucken in diesen Garagen, die ich gerade eben gesehen habe, ob ich da eine Batterie finde. Ich muss natürlich trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kann jetzt hier nicht querbeet überall hinrennen. Ach Leute, ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich versuche eine LKW-Batterie zu finden. Oder allgemeine Batterie. Ich weiß ja gar nicht, kann man die hier looten? Ich glaube nicht. Da ist schon mal ein Kühler, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Vielleicht kriege ich eine Batterie. Jetzt checke ich noch den Schuppen da hinten. Oh, der ist sogar zu. Auch keine Batterie. Also es läuft irgendwie gerade nicht nach Plan, Leute. Ich versuche wirklich Leute zu finden, um denen wirklich die Waffen zu schenken. Aber irgendwie will keiner meine Waffen haben. Oh, hier ist auch einer gestorben. Also definitiv mehrere Leichen, aber leider keine lebenden Spieler. Ich hoffe halt nur, dass ich jetzt nicht dumm von der Seite weggekillt werde. Aber das wäre nicht der Plan. Hey Buddy. Don't be scared. Do you have a mic? Hey Buddy, come inside. Come inside, it's more safe. So you are a lucky man. You know why? You know why? Why? Because you see the MP on my back? No, there is no MP7. Oh, okay. Okay, yeah, MP5, yes. This one, what I got in my hand. So... Yes. You got it, because it's 2 days before Christmas, and I want to make a little bit surprises for Bambis. So, why, thank you. So, you like this? Yes. Okay, so wait. I open this door, I go outside, I leave it on the ground, I closed, and I run away. Because, you know, that's Daisy, I don't know, maybe you shoot me. I just want to get it so I can go back to military base and kill the man who has taken 5 days of my work away from me. Oh my god, okay, so wait, what I can give you now so that you can go there is something to eat, something to drink. Take this one first. I hope you see it. And you see the fish? Oh, wait. Maybe I give you this one. Maybe you see this. Ah, yes, canned peaches. Nice. Okay, so
So I open this door, I leave the weapon on the ground and I go my way, you go your way and stay safe. And I wish you a Merry Christmas. So it's on the ground, so have a nice day. So Leute, dann haben wir doch noch endlich einen Spieler gefunden. Oh mein Gott, ich bin wirklich glücklich, dass das Ganze endlich funktioniert hat, Leute. Jetzt gucken wir nur, wir checken mal ganz kurz, ob er die Waffe auch bekommen hat. Aber ich glaube auf jeden Fall, ja, er hat sie. Nice, Leute. Wir machen uns natürlich jetzt vom Acker, weil ich nicht weiß, ob er mich jetzt gleich über den Haufen ballern wird, weil ich habe natürlich mega den Stuff. Ich habe ihm auf jeden Fall eine MP5 dagelassen. Ich habe ihm ein volles Magazin dagelassen. Das heißt, er kann die Leute gerne über den Haufen ballern, die ihn umgebracht haben. Das klingt doch schon mal sehr nice. Gut. Unser erstes Geschenk haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Und ich versuche jetzt natürlich noch andere Bambis zu finden, um denen natürlich zu helfen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ein Stückchen weit wegkommen. Oh, da liegt ein Generator, nicht gut. Nur mal kurz gucken, ob er uns verfolgt. Ich hoffe nicht für den Guten. Okay. Anscheinend verfolgt er uns nicht. Wir können unser Weg weiter fortführen. Ich habe jetzt noch eine MP, habe ich noch dabei. Die könnten wir auf jeden Fall loswerden, wenn nicht sogar die Mosin. Müsste ich mal schauen. Natürlich, wenn wir Leute finden, dann kriege ich sie auch weg. Einfach nur wegschmeißen, das will ich natürlich nicht. In Brena geht ein bisschen was, das ist doch toll. Guck mal das. Na, lasst uns doch gleich mal hier das Militärzelt checken. Was liegt hier noch? M4, Schulterstütze brauchen wir nicht. Checken wir nochmal ganz kurz den Container. MKA brauche ich auch nicht. Obwohl, es klingt ja eigentlich gar nicht dumm, ne? Hier sind so Lagerhallen. Hier könnte ich definitiv eine Batterie finden. Ich check die Lagerhallen gerade mal. Vielleicht habe ich Glück. Hier ist auf jeden Fall Benzinkanister. Hier sind auf jeden Fall Autoteile. Aber ob hier wirklich eine Batterie ist, I don't know. Ich weiß nicht, ob es mit einer normalen Autobatterie auch funktioniert. Mir leider nicht sicher, was das hier. Oh, Nähset. Ich habe jetzt ewig lang kein Nähset gefunden. Auch kein Klebeband fällt mir gerade so auf. Da ist gerade irgendeiner gelaufen. Der ist hier in dem Haus drin. Ich weiß jetzt nicht, ist es unser Buddy, dem wir jetzt gerade eben die Waffen gegeben haben, oder ist es ein Fremder? Da war er gerade. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Don't be scared. I come to you, I come to you. Don't be scared, behind you. Hey, Buddy. What? I only have this. Oh yeah, it's okay. So, we don't see us before. Not yet. No, I just locked in. Oh, okay. So, it's a lucky day for you. So, why don't we go into the house? I got surprises for you because 2 days is Christmas, and I want to make surprises in DayZ. I got a weapon for you with ammo. That's okay. Yeah. That's yeah. Come, follow me. Okay, as long as it's so don't be scared. I don't kill you. okay so already done. Yeah, I can put it away. So maybe you put your shovel away? Yeah. Okay, nice. Okay, so I got a MP with a mag for you and ammo.
Do you have something to drink or to eat? Yes, I can give you something. I don't know. So I can give you a bigger one. Like a can of sardine, like fish. I don't know the name. So, buddy, where are you from? Which country? Germany. Oh, ich bin auch Deutsch. Ja, genau. Das ist klar, ich habe den Namen noch gelesen, denke ich, in einem Teilzeitbeutel, okay, kann man drauf kommen. Macht Sinn, ne? Ne, auf jeden Fall, in 2 Tagen ist Weihnachten, deswegen habe ich mir gedacht, werde ich Geschenke bereiten. Okay. Deswegen darfst du gerne mal die Feldflasche, ich hoffe, du siehst die auf dem Boden. Noch nicht, nein. Verdammt, warte, ich... Kapuzenpullover, den sehe ich. Warte, ich leg den mal ganz kurz. Obwohl, warte mal, vielleicht kann ich den sogar in den Pullover reinstecken. Die Feldflasche. Ja, vielleicht. Also ich hatte das schon mal, dass man Sachen nicht sehen kann. Also ich bin anderen gespielt von, weiß ich nicht, ob das ein Bug ist. Ja, ich denke. Also jetzt ist auf jeden Fall in dem Kapuzenpullover drin. Nee, sehe ich leider nicht. Verdammt! Ich probiere mal auch irgendwas da rein. Manchmal ist das dran, ja. Also es ist nicht im... Jetzt ja, da... Genau, da sind Sardinen drin. Jetzt pass mal auf, warte, ich schmeiß das nochmal rein, die Feldflasche. Ja. Hast du sie? Nee, ich sehe sie leider nicht. Ach, verdammt. Okay, warte mal, ich leg sie dir mal hier kurz auf den Boden hin. Oh, das ist ja echt bitter. Also liegt jetzt direkt... Boden. Liegt jetzt direkt vor dir, ach verdammt. Okay, jetzt pass auf, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ich lege die MP jetzt mal hier auf den Boden. Ich hoffe, dass du die sehen kannst. Die, ich sehe eine SG5K, ja. Die darfst du nehmen, mit dem Magazin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Weihnachtsgeschenk. Bloß mich jetzt nicht über den Haufen ballern. Nee, das mache ich nicht. Dafür würde ich dann schon die Schaufel nehmen. Okay, pass auf. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich dir diese Feldflasche geben kann. Oder kannst du diese PET-Flasche sehen? Die liegt jetzt auch vor dir? Nee, also ich sehe gar nichts. Es sei denn, ich. Verdammt! Hast du meine Umgebung so ab? Vielleicht sehe ich sie nicht, aber nee. Jetzt wäre es clever gewesen. Ich hatte vorher an der Police habe ich Handschellen gefunden. Dann hätte ich dich fesseln können, dann hätte ich es dir in das Inventar legen können und dann hätte ich dich wieder befreien können. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit gewesen. Außer ich lege... Okay. Ah, jetzt pass auf, wir probieren nochmal was. Ich probiere das in den Zombie zu legen. Liegt im Zombie drin? Nee, leider nicht. Ach, schade. Aber das gegenstandsabhängig ist, das wäre jetzt da. Aber du hast ja eben auch gesehen, dass ich da die... Ja, die Sardinen sind drin im Kapuzenpullover. Die darfst du natürlich nicht vergessen. Die solltest du wieder mitnehmen. Achso, ich dachte als Gegengeschenk. Nein, um Gottes Willen. Ich habe wirklich alles, was ich brauche. Ich kann dir auch sehr, sehr gerne noch was zu essen da lassen, falls du was brauchst. Also, ich weiß nicht. Essen habe ich hier in der Stadt genug gefunden. Und ich habe okay. Dosen mehr. Ja, okay, okay. Weil ich habe noch Wolfsteak, falls du das brauchst oder selber grillen möchtest. Ach so, nein, danke. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Inventarplatz. Ich habe mit dem... Ich probiere es nochmal hier auf den Boden zu schmeißen, auch wenn es echt gefährlich ist, hier einfach so rumzustehen. Jetzt liegt es wieder direkt vor mir. Nee, leider nicht. Ja, ich mach das geschenkt. Nice. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit der MP und natürlich schöne Weihnachtszeit mit der Family. Ja, dir auch, dankeschön. Und bis dahin. Ja. Ciao. So Leute, wir haben unseren zweiten Überlebenden gefunden, unseren zweiten Bambi, dem wir helfen konnten. Und er war sehr zufrieden, würde ich mal sagen, mit der MP. Leider konnte ich ihm nichts zu trinken geben. Irgendwie hat er das gebuggt und er hat wieder den Gegenstand nicht auf dem Boden gesehen.
Ich habe jetzt auf jeden Fall meine zwei Waffen weggegeben. Die zwei MPs sind jetzt in den Händen von Bambis oder besser gesagt von anderen Spielern. Heißt ja nicht, dass sie Anfänger sind. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir werden dann auch jetzt wieder am Ende von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Und in diesem Sinne, Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.